Hallo und herzlich willkommen zur 105. Folge Minecraft Infinite Evolved Reloaded mit mir, eurem Illyria und Opa Zockt. Guten Tag. So, wir haben Nacht. Passt perfekt. Wir müssen jetzt mal langsam zusehen, dass wir mal endlich so einen verdammten Bliss finden. Aber wir kommen nicht voran ohne Bliss. So, Cold Tiger haben wir bis jetzt einfach nichts gefunden. Also dieses Biom können wir schon mal komplett knicken und vergessen. Opa, hast du bei dir auf der Karte noch ein weiteres kaltes Biom entdeckt gehabt? Nicht, dass ich wüsste. Ich gucke gleich mal. Extreme Hills habe ich jedenfalls festgestellt, kann man vergessen. Das muss wirklich ein durch und durch kaltes Biom sein. Warte mal, hier oben ist noch was. Nee, das ist auch wieder Extreme Hills. Verflixt. Auch verdammt noch mal ein kaltes Biom. Ich krieg sonst absolut keinen Bliss. Ich weiß nicht, das ist extrem. Das ist extrem. Ist das hier ein kaltes Biom? Das sind alles hier. Flieg mal Richtung Nord, also ziemlich straight Richtung Nordosten. Direkt straight Nordosten. Blind hinfliegen. Okay, versuche ich. Gucken, ob dann deine Richtung stimmt. Wo bist du denn jetzt? Ja, ein Tuckel ganz leicht mehr Nordosten. Okay. Noch mehr Osten. Was jetzt da kommt, das ist auch Extreme Hills. Nee, das ist hier gerade Cold Tiger, das habe ich mir selbst markiert, aber hier spawnt kein Bliss. Hier war ich schon zwei, drei Mal, aber hier ist kein Bliss. Ich gehe nochmal runter und fliege einmal drüber, aber ich habe bis jetzt einfach nur Pech mit diesem Biom. Wo war ich denn stehen geblieben? Stiel. Electrical Stiel? Nein, ich brauche den Stiel. Ist richtig dunkel, ne? Ja, ist richtig dunkel. Aber hier spawnt hier gerade gar nichts. Wenn das Spiel auf friedlichem Modus wäre. Ne, ist es aber nicht. Da spawnen die ersten Monster. Ich krieg hier nur diese blöden Teleport-Creeper, aber sonst nix. Oder Wölfe. Ich habe den Eindruck, diese ganzen verschiedenen Mods, die überlagern sich beim Monster Spawn. Da ist eine Hexe mit zwei Katzen. Was habe ich gesagt? Wie viel Links brauche ich? Drei Stacks, glaube ich, ne? Erstmal. Drei Stacks Darksteel, sagtest du. Achso, jetzt weiß ich auch, wie ich immer die ganze Bliss gemacht habe. Aus XP und Schneebällen. Ich bin auch gerade am gucken, wie ich sonst noch rankommen könnte. Ja, ich hab's immer aus XP und Schneebällen gemacht. Okay. Was Bliss Powder halt. Darksteel. Also Bliss Powder habe ich jetzt keine Anleitung, wie man das selber herstellen kann. Aber wenn du sagst, es geht mit XP, ist es natürlich ganz gut. Ja, brauchst du nun ein Fluid Transposer, XP, zwei Schneebälle rein, kommt ein Bliss Powder raus. Ich gehe jetzt erstmal auf weitere Suche nach kalten Biomen. Weil ich möchte auf jeden Fall einen Bliss haben. Aber bei uns in der Nähe spawnt einfach nichts. Die Karte ist voll gefropft mit irgendwelchen Mod-Mobs. Aber du kriegst einfach keinen Bliss. Ich habe kein Book and Quill mehr. Toll. Stream Hills versuche ich es hier auch nochmal. Aber es ist doch verloren im Boston. Echt jetzt? Mir fehlen Federn?
Für den nervigen Jetpack-Sound, liebe Zuschauer, entschuldige ich mich jetzt schon mal bei euch. Weiß, es nervt. Ich werde gucken, dass ich die Lautstärke reduziere. Geh mal pennen, ich brauche Federn. Ich kann nicht pennen gehen, ich brauche die Nacht. Ja, ich brauche Federn. Okay, pass auf. Ich gehe pennen. Dann gehe ich einfach auf die weitere Suche nach dem passenden Biom. Ich habe hier noch einen Asteroiden gefunden. Den nutze ich jetzt auch mal eben aus und schlachte den aus, weil ich habe nichts gegen Skystone. Oh, muss ich jetzt, muss ich doch eine Hühnerfarm bauen. Es fehlt eine Hühnerfarm. Es kann doch nicht sein, dass ich... Gut, ich gebe dir einen gut gemeinten Rat. Baue aber die Hühnerfarm weiter von deinem Gebäude weg. Das Gegacker nervt, glaub mir. Ich mach's anders. Ich baue eine Bone Trap. So, ein bisschen Skystone für zu Hause. Mal so für unterwegs einen kleinen Skystone-Snack. Echt, was fehlt mir für? Ach, eine Wooden... Was? Ich habe keine Wooden Planks. Jetzt haben wir zwei Calculation Presses. Das ist auch schon, das ist auch nicht verkehrt. Und wisst ihr, was das gerade beste, lustigste ist gerade, liebe Zuschauer? Wenn ich Lava finden sollte, habe ich gleichzeitig die Pumpe dabei. Bei Lava brauche ich ja auch. Oh, was haben wir denn hier? Ein Schrein, ein alter Schrein haben wir. Also einen alten Schrein haben wir entdeckt. Was haben wir denn hier? Da ist ein Kohleblock. Da ist irgendwas drunter. Ich weiß jetzt nicht, zu welcher Mod das gehört. Pufftot. Da ist gar nichts. Einfach nur ein Kohleblock. Ach, das ist Railcraft. Das sind Railcraft-brüchige Blöcke drunter. Oh, wieso? Wieso zum Geier? Diese scheiß verdammten Creeper springen andauernd mein Ding ist kaputt. Hast du immer noch nicht genug Fackeln gesetzt? Nein, meine Farm. Kannst du da nicht auch ausleuchten? Schon wieder ein Meteor gefunden. Toll, jetzt finde ich das Zeug en masse. Gut. Und noch ein Logic-Druck. Also Logic Press. Fahr mal einen Meter vor, damit ich da eine Schiene setzen kann, du Saftsack. Gut. Und weiter nach Nordosten. Jetzt würde mir ein Vulkan gefallen. Könnte ich richtig hübsch die Lava rauspumpen. Vulkan ist doch da. Neben deinem Cold Tiger Biom, rechts daneben. Ja, aber ich bin auch gleichzeitig auf der Suche nach einem weiteren anderen Cold Tiger Ort, weil bei mir ist einfach nichts. Es ist schon richtig nervig, dass kein verdammter Bliss spawnt. Oh, mein Drum ist leer. Hast du die nicht schon leer gemacht, als du die bei mir umgewandelt hast gegen Lava? Mit Kryosite. Obsidian. Ach, Kryosite, okay. Meine Kryosite-Bombe ist leer. Interessant, eine Skulptur, eine riesige Holzskulptur. Aus Stroh. Habe ich noch einen Netherrack da? Oh, hier ist ein Händler. Ein fahrender Händler. Das ist ein Fischer. 41 Netherrack habe ich noch, aber meine Lava-Dome ist ja fast schon wieder voll. Sind ja schon wieder 2300 Buckets drin. Oh, das ist sehr gut. Mal gucken, wo sind wir hier? Was wollte ich jetzt machen? Achso, zur Trip.
Ah, das war klar, dass die Karte, also dass JI nicht hinterherkommt beim, ja, beim Darstellen der Karte. Okay. Muss ich die Trap. Kennst du dich mit dieser Trap aus? Ja. Muss ich die im Boden einlassen oder reicht es, wenn ich sie irgendwo hinstelle? Du musst sie im Boden einlassen. Du musst ringsherum von Grasblöcken oder Gras, also Grasblöcken oder Dirtblöcken umgeben sein. Ich habe ein Dorf gefunden. Und dann brauchst du diese Köder, du musst auch diese Köder herstellen. Die kannst du aus Weizen herstellen, weil du hast ja Weizen ohne Ende. Die Köder habe ich. Das ist gut. So. Village 3. Aber nicht viele, weil ich kein Weizen mehr habe. Ah. Mal gucken, was hat dieses Dörfchen zu bieten? Wahrscheinlich nicht das, was ich suche. Aber sowieso nicht. Oh, das wäre wahrscheinlich was für Opa. Ich habe hier was entdeckt. Das Leben findet einen Weg. Eine Bergmannsfreude. Was ist das denn? Tief in einer Höhle. Ich muss irgendwas Wertvolles entdeckt haben. Ah ne, da war ich Okay. gerade dabei. Was ist das denn eigentlich Aber hier? was macht man mit einem Werkzeug? Ist ein rosa Farbstoff draus. Opa, hier sind Bienchen. Möchtest du noch Bienchen haben? Kommt doch an, was für welche. Eine wiesige habe ich hier, marklose Abstammung. Ich habe hier eine waldige Prinzessin und ich habe noch so noch jede Menge Honigwaben. Und einen Smoker habe ich. Mitbringen, immer mitbringen, alles mitbringen, ich nehme alles, alles. Gut, dann bringe ich dir das alles mit. Ja. Und noch so Setzlinge, so europäische Lärche zum Beispiel. Oder eine japanische Blütenkirsche. Was ist in den Bienenstöcken drin? Winterliche Königin. Alles Eine mitbringen. orange Cosme. Cosme, keine Ahnung, was das sein soll. Winterliche Königin. Aber ich kann das Bienenhaus, kann ich das einfach so abbauen? Ja, ne? Nein. Das ist so ein gebautes Bienenhaus. Was heißt gebautes Bienenhaus? Ja, es ist eben das, was man ba selber bauen kann. Aus dem Dorf oder was? Ja. Oder weißt du was? Ich lasse das jetzt mal hier stehen. Wenn es dir gefällt, gebe ich dir die Koordinaten. Dann Nee, kannst du dich selber mal hier das umschauen. kannst du mitnehmen. Okay. Baue ich die Bienenstöcke komplett ab, bringe ich dir mit. Aber die Blümchen, die brauchst du ja nicht. Die hast du ja selber. Die spawnen ja auch. Biomes Oplenty, eine orange Cosme. Was auch immer das sein soll. Ups, meins. Und meins. Medus, ne kommen. Eine gefrorene Wabe. Na, Unberry, Brunnen. Normalerweise ist bei einem Brunnen entweder was versteckt oder ein Smith in der Nähe. Oh, cool. Das ist auch nicht verkehrt. Es eine andere Methode gäbe, an dieses kalte Zeug zu kommen. Okay, man kann auch mit Bienen Kryotherum herstellen, aber Der war gut. steht hier wirklich, dass das geht? Ja, der war gut. Sprechen wir uns so mal in 100, 120 Folgen mal wieder. Dachte ich mir schon. Es gibt keine andere Möglichkeit, da dran zu kommen. Das ist echt. Das ist schon hart. Ist schon echt hart. Hatte ich nicht noch irgendwo so einen Bienenstock stehen? Mal, guck mal hier nach.
Gut, ich könnte die Kisten auch abbauen, weil das bleibt ja alles da drin, aber das will ich jetzt auch nicht. Ich brauche Federn, Mann, eine Fresse hier. Komm, Ja, du musst halt. logischerweise Geduld haben, weil diese Ground Traps funktionieren auch, glaube ich, nicht unbedingt, wenn du mit der Nase da drauf schubst. Leder, Obwohl ich Leder, glaube, Leder, ich glaube Leder, doch. Leder, Leder, Turkey, Turkey, Chicken, Eier. Top. Allen möglichen Scheiß. Und Ich ich jetzt habe das noch eine auch. Tiger entdeckt. Aber das ist nicht. Was? Nee, ist nicht Tiger. Das hier eine Tiger? Tiger Hills. Könnte unter Umständen hier Glück haben. Hier ist die Tiger. Und die Tiger ist, soweit ich weiß, kalt, oder nicht? Okay, es wird dunkel. Ich würde sagen, wir lassen es mal dunkel werden. Warum? In der Hoffnung, dass hier mal langsam diese verdammter Bliss spawnt. Glaubst du da immer noch dran? Ich hoffe es. Ich brauche so einen verflixten Bliss. XP, XP, So, wir warten jetzt mal einfach mal hier in einem Moment, bis es richtig dunkel geworden ist. Dann könnte die Suche, naja, hoffentlich mal ein bisschen anders aussehen. Ich habe dieses Mob Imprisonment Tool schon gefühlt eine halbe Ewigkeit in der Tasche. Aber ein Mob? Nein, um Gottes Willen. Überall sind Bienenstöcke. Normalerweise genau für Opa das Richtige. Ach Mann, ich hänge jetzt seit 2 Folgen an dieser scheiß Rüstung rum. Nein. Du brauchst du doch, glaube ich, von. Also, jetzt nicht von Armory, ne? Von welcher Mod ist die Rüstung, die du baust? Muss ich gleich nachgucken. Kann ich nicht sagen. Okay. Ich weiß nur, dass es sehr viel XP kostet. Okay, dann muss die aber verdammt gut sein, wenn die so teuer ist. Na gut, ich mache halt. Ich habe jetzt ordentlich Dings drauf. Oder bin dabei, ordentlich Dings drauf zu machen hier. Wie heißt das Zeug? Und nicht Verzauberung, ne? In der Hoffnung, dass ich jetzt mal hier was Vernünftiges kriege. Achso, ich wollte mal gucken. Jetzt so habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6. Protection 5. Ja, Protection 4. So, Federn, ich brauche immer noch Federn. Lamas, ich habe Wow, Lamas gefunden. die Gorgon hat eine Feder gefunden. Ja, das ist schon. Oh, 2 Federn. Uhu. Macht ihr doch besser eine Hühnerfarm. Ne, 2 Federn reichen mir. Okay. Komm schon, Monster Spawn, gib mir doch bitte einen Bliss. Warum sollte er das tun? Um mich glücklich zu machen. Komm, genau aus dem Grund würde ich es nicht tun. Wer hat noch mal vor ein paar Folgen gesagt, yo, dann mach mal für mich bitte auch ein bisschen was davon. Von was? Wie gesagt, ich mach's jetzt mittlerweile mit XP. Ja, aber das ist viel zu teuer. Ich will einen Bliss haben, Bliss-Spawner Zu bauen. teuer. Du hast vielleicht die nötigen XP-Büsche. Ich nicht. Ja, automatisiere sie und schon läuft das bei dir auch.
brauche hier so ein, wie heißt das hier, so ein. Ach ne, warte mal, die habe ich doch da unten drin, oder? So ein Speed-Gerät hier. Alles extrem. Acceleration Card, so hieß das Ding. Schade, dass die JEI-Mod nur die Köpfe der Vanilla-Mobs anzeigen kann, aber nicht die vom Modded-Mobs. Oh, hier ist Lava. 25, 30, 50, 56, 57 Level brauche ich. Das könnte ich am besten hier könnte ich abpumpen. Okay, ich glaube, ich kann dann gleich irgendwann mal wieder sagen. So, das war's. Und ne, hier kaputt und so, mein Essence ist gleich leer. Ah. Level, komm, ein Level noch. Dankeschön, 56 Level. Teuer. Wow. Nice. Das sieht cool aus. Wenn ich damit die Dom nicht voll bekomme, weiß ich auch nicht. Ich brauche nochmal 10 Level. Ich möchte nicht wissen, wie viel ich Essenz ich noch habe. Ja. Oh, kleiner Vulkan. Das möchte ich absolut nicht wissen. Okay, ich möchte es doch wissen. 300 Buckets Essenz weg. Was war das? Ey! Ich gehe in die Kartenübersicht rein, plötzlich explodiert ein Creeper vor meiner Nase. Lass mich in Ruhe hier arbeiten. So, was könnte man denn noch so auf so eine Rüstung draufpacken? Ich habe jetzt Protection 4 drauf. Ich habe ein Basalz gefunden. Können wir Basalz gebrauchen? Fire Protection, Blast Protection, Projektil Protection, was ist denn Thorn? Opa. Was? Ich habe ein Basalz gefunden. Können wir Basalz gebrauchen? Was für ein Ding? Basalz. Was ist denn Unstable? Alter, hau ab, Zombie. Ich will dich nicht. Soulbound. Opa, das ist Petrotheum. Können wir Petrotheum gebrauchen? Für was? Du kannst damit auch Energie erzeugen. Ja, für was? Tektonisches Petrotheum. Ja gut, dann brauchen wir das nicht zu interessieren. Wenn dich das nicht interessiert, dann lasse ich den Basalz hier. Was macht denn Unstable? Ein Unstable Ingot von Extra Utilities? Nein, eine Unstable Verzauberung. Gute Frage. Also Extreme Hills kann man echt vergessen. Da ist wirklich überhaupt gar nichts.
Na dann. Tiger Hills. Fliege ich da noch mal hin? Die Sonne geht schon wieder auf. Okay, hier schneit es. Hier ist schon. Nee, das ist nur die Höhe. Warum machst du das da nicht? Welcher bist du? Da bist du. Nee, schau dir sicher Tag. Nee. Das bringt nicht. Geht das nicht? Habe ich das hier nicht? Tja. Was soll ich dazu sagen, liebe Zuschauer? Es tut mir echt leid, dass ihr jetzt auch die Leidtragenden seid, euch langweilen zu müssen, dass ich einen für sich verzweifelten Bliss suche und einfach keinen finde. Schneebellen, Schneebellen. Und wir sind tatsächlich schon am Ende der Folge angekommen. Schneebälle. Gut, wir müssen Feier machen. Schneebälle. Opa macht so mit seinen Schneebällen weiter. Ich weiß, es geht auch damit zu machen, auch kein Problem, weil Schnee gibt es bei mir auch auf dem Berg, aber ich habe nicht so viele XP wie er. Und ja. Automatisieren von XP bestimmen. Ja, ich weiß, ich weiß. Aber ich wollte sowieso gerne eine Monsterfalle bauen und eine Monsterfarm, weil das gleichzeitig auch XP generiert. Naja, gut, was soll's. Wir hoffen jedenfalls trotzdem, ihr hattet euren Spaß genauso wie wir. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, Leute. Tschüss.